Tina Turner wird für immer mit Ike Turner verbunden sein, dem Mann, der ihre Musikkarriere ins Rollen brachte. Doch es war der Mann, den die Superstar-Sängerin später im Leben kennenlernte und heiratete, Erwin Bach, der ihr das wahre Glück verschaffte. Tina Turner war eine beliebte Musikerin und eine ernstzunehmende Hitproduzentin, seit sie in den 1960er Jahren mit Ike Turner zu Ruhm gelangte. Während Tina als Sängerin von Millionen Menschen vergöttert wurde, erfuhr sie in ihrem Privatleben leider erst in späteren Jahren die gleiche Art von Liebe. In dem Dokumentarfilm Tina, der am 27. März 2021 auf HBO ausgestrahlt wurde, erzählte sie, dass sie von ihrer eigenen Mutter, die sie als Kind verlassen hatte, nie geliebt wurde. I was happy to show my mother what I did. I had a house, I had gotten a car, and she said, I don't believe it. Now you're my daughter. Tina erzählte auch von ihrer missbräuchlichen Beziehung zu Ike, von dem sie sich 1978 trennte. Es war kein gutes Leben. Das Gute hat das Schlechte nicht ausgeglichen. Doch die Dinge begannen sich zu bessern, als Tina 1986 begann, mit Erwin Bach auszugehen. Nach fast 30 gemeinsamen Jahren heirateten sie 2013. Doch wer ist der Mann, der laut Tina das Licht ihres Lebens war? Bach ist ein deutscher Musikproduzent, der Tina zufällig auf einem Flughafen in Deutschland getroffen hatte. Danach waren sie jedes Jahr ihres Lebens unzertrennlich. Tina schrieb über ihre Begegnung mit Bach in ihrem 2020 erschienenen Selbsthilfebuch »Happiness Becomes You – A Guide to Changing Your Life for Good«. Ich spürte sofort eine emotionale Verbindung. Ich hörte auf mein Herz. Ich verließ meine Komfortzone und machte es zu einer Priorität, Erwin kennenzulernen. Dieses einfache erste Treffen führte zu einer langen, wunderschönen Beziehung und zu meiner einzig wahren Ehe. Bach spendete Tina 2017 seine Niere, was Turner in ihrem Buch verriet. Neben dieser klaren Unterstützung ihrer körperlichen Gesundheit schien Bach für die Sängerin in allen Aspekten ihres Lebens den richtigen Ton zu treffen. Sie schrieb in Happiness Becomes You: Erwin, der selbst eine Naturgewalt ist, hat sich nie von meiner Karriere, meinen Talenten oder meinem Ruhm einschüchtern lassen. Er zeigt mir, dass es für wahre Liebe nicht nötig ist, mein Licht zu dimmen, damit er strahlen kann. Im Gegenteil, wir sind das Licht im Leben des anderen und wir wollen gemeinsam so hell leuchten, wie wir können. Bach hat auch eine eigene Musikkarriere hinter sich, die ihn für das Leben gerüstet hat. Obwohl er nicht annähernd so bekannt ist wie Tina, ist Bach in der Branche sehr angesehen und arbeitet mit Musikern zusammen, die genauso erfolgreich sind wie seine Frau, wenn nicht noch erfolgreicher. Bach arbeitete für EMI Deutschland als Abteilungsleiter und obwohl er heute nicht mehr aktiv zu arbeiten scheint, kann er sich rühmen, unter anderem an der Produktion von Musik für Pink Floyd und Lenny Kravitz beteiligt gewesen zu sein. Nach Angaben von Celebrity Net Worth ist er derzeit 200 Millionen Dollar wert. Mit Tinas Tod am 24. Mai 2023 scheint Bach der wahrscheinlichste Erbe ihres Vermögens zu sein, das von Celebrity Net Worth auf weitere 250 Millionen Dollar geschätzt wird. Die beiden leiblichen Kinder der Sängerin starben vor ihrem Tod. Tina hat auch zwei Kinder von Ike Turner während ihrer Ehe adoptiert. Ike Turner Jr. behauptete, dass Tina ihrer Beziehung keine Priorität mehr zukommen ließ. Die Bedingungen von Turners Testament sind zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos nicht bekannt, obwohl Radar Online berichtete, dass sie seit 2021 Pläne hatte, um Familienstreitigkeiten zu vermeiden. Auch Bach hat sich noch nicht zum Tod von Tina Turner geäußert, aber als sie noch lebte, sprach Bach in den höchsten Tönen von seiner Frau. It's love. It's something we both have for each other. I always refer to it as an electrical charge. Bach kann sich auch damit trösten, dass er zu einer von Tinas größten Lektionen beigetragen hat, wie man lebt. Nach Tinas Tod zollte Oprah Winfrey dem Star auf Instagram ihren Respekt und enthüllte einen bittersüßen Leckerbissen über ihre Ehe und ihren inneren Kreis. Winfrey schrieb: Nachdem sie sich von jahrelanger häuslicher Gewalt befreit hatte, wurde ihr Leben zu einem Ruf des Triumphs. Sie sagte mir einmal, dass sie, wenn ihre Zeit gekommen sei, diese Erde zu verlassen, keine Angst haben werde, sondern aufgeregt und neugierig sei. Denn sie hatte gelernt, umgeben von ihrem geliebten Mann Erwin und ihren Freunden zu leben. Ich bin eine bessere Frau, ein besserer Mensch, weil ihr Leben das meine berührt hat. Sie war in der Tat einfach die Beste.